Kein Mensch begeistert Klaus Kilian mehr als Ludwig Leichhardt. Anlässlich des Leseherbstes hat der Autor vorgestern Abend im Ludwig-Leichhardt-Haus über seine Recherchen des 1848 verschollenen Entdeckers gesprochen. Von 1972 bis 1975 lebte Klaus Kilian in Sydney. In dieser Zeit hat er sich ausführlich mit der Person Ludwig Leichhardt beschäftigt. Ausschlaggebend dafür eine eher zufällige Situation. Meine Frau stieg immer an der Leichhardt Station um. Da habe ich sie angeholt und Leichhardt ist eigentlich ein Stadtteil, wo nur Italiener wohnen. So, und da habe ich gefragt, Leichhardt, italienisch kann ich sein, habe mich erkundigt und habe meinen ersten Artikel darüber geschrieben. Mittlerweile ist aus diesem einen Artikel eine große Sammlung geworden. Der 64-Jährige hat sich nämlich vollkommen dem Schicksal von Ludwig Leichhardt verschrieben. Auf 500 Seiten versucht der heute in Hamburg lebende Autor, die Frage zu klären, wo ist Dr. Ludwig Leichhardt? Es geht im Grunde genommen darum, Leichhardt einmal spannend darzustellen. Leichhardt ist ja eine faszinierende Persönlichkeit, aber noch interessanter wird das Mysterium zum Abschluss, weil bis heute weiß ja niemand, warum er überhaupt verschwunden ist und wo er verschwunden ist. Und ich habe in meinem Buch die Mörder gefunden. Für Klaus Kilian ist dennoch das Kapitel Ludwig Leichhardt nicht beendet. Er wird weiter das Leben des deutschen Entdeckers aufarbeiten.